Du hast bestimmt schon einmal vom Pareto-Prinzip oder der 80-20-Regel gehört. Diese Regel, die lässt sich auf viele verschiedene Situationen in Alltag, Beruf oder auch Schule und Studium anwenden. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu diesem Video, das im Übrigen fester Bestandteil in all meinen Kursen ist. Und warum das so ist und warum dieses Video über das Pareto-Prinzip dir dabei helfen kann, weniger zu lernen oder zu arbeiten und gleichzeitig mehr Erfolg zu haben, das besprechen wir gleich, denn ich zeige dir heute, was ist das Pareto-Prinzip? Warum ist es eine der wichtigsten Dinge, die jeder oder jede wissen muss? Und wie funktioniert das Pareto-Prinzip? Hast du dich auch schon mal gefragt, warum manche Menschen so unfassbar erfolgreich sind und andere trotz viel Fleiß und Bemühung auf keinen grünen Zweig kommen? Vielleicht arbeitest du selbst viel hart oder lernst viele Stunden, aber andere sind irgendwie erfolgreicher und machen scheinbar weniger. Du hast dagegen irgendwie nie Zeit und bekommst trotzdem nicht alles erledigt. Woran liegt das? Erfolgreiche Menschen leben nach dem Pareto-Prinzip. So ziemlich jeder erfolgreiche Mensch kennt das Pareto-Prinzip und lebt danach. Die einen, weil sie es intuitiv tun und die anderen, weil sie es gezielt einsetzen. Und analysiert man ihren Erfolg und berechnet den Zeiteinsatz, den diese Menschen für ihre Tätigkeit aufwenden, so kommt meistens ein Ergebnis von 80-20 heraus. Sie erledigen mit 20% Einsatz 80% ihrer Arbeit. Doch was ist das Pareto-Prinzip eigentlich? Wilfredo Pareto, nachdem diese Regel benannt wurde, hat 1905 die Verteilung des Grundbesitzes in Italien untersucht. Er hat damals herausgefunden, dass ca. 20% der Bevölkerung ungefähr 80% des Landes besitzen. Und 1989 wurde festgestellt, dass 20% der Bevölkerung ca. 80% des Weltvermögens besitzen. Diese Regel lässt sich auf fast alle Bereiche wie eine Schablone einsetzen. Warum macht es denn noch Sinn, nach dem Pareto-Prinzip zu leben? Die Frage nach dem Warum, die ist eigentlich selbsterklärend. Was wäre, wenn du in Zukunft weniger machen würdest und mehr dadurch erreichst? Also zum Beispiel nur noch 20% lernst, aber 80% deines wichtigen Lehrstoffes schon erlernt hast. Oder 20% arbeitest und damit 80% deines Umsatzes generierst. Klingt spannend, oder? Um die restlichen 20% zu erreichen, bräuchtest du nämlich 80% deiner Zeit. Da stellt sich die Frage nach Effektivität und Wirtschaftlichkeit und hier mal ein Beispiel. Mit 20% Zeitaufwand hast du 80% deiner Aufgaben erledigt. Um die restlichen 20% zu erreichen, müsstest du jetzt 80% Zeit investieren, um das perfekte Ergebnis zu erreichen. Du solltest also immer prüfen, ob Perfektionismus stets erreicht werden muss. Denn laut Pareto ist Perfektionismus unproduktiv, unwirtschaftlich und vor allem unklug. Perfektion erfordert nämlich sehr viel Arbeit, viel Energie und auch Stress. Und viel Stress führt wiederum dazu, dass du weniger Energie hast und zukünftig noch weniger produktiv sein kannst als jetzt. Burnout, Depression und viele weitere Krankheiten sind oft die Folge. Und in 80% aller Fälle reicht auch ein Ergebnis von 80% aus. Wenn du also nicht gerade eine Rakete zum Mars schicken möchtest, kannst du dir die restlichen 20% an Perfektion oft sparen. Nicht immer, aber häufig. Klingt logisch, oder? Kommen wir nun zu der Frage, wie setzt man das Pareto-Prinzip ein? Du weißt jetzt, was das Pareto-Prinzip bedeutet und warum es wichtig ist, dass du danach lebst und handelst. Stellt sich also noch die Frage, wie setzt du Pareto in deinem Alltag um? Wie schaffst du es, nach dem 80-20-Prinzip zu leben? Wie schaffst du es zu beurteilen, ob deine Arbeit gut genug ist oder ob du noch Zeit, Geld oder sogar beides plus Nerven investieren musst? Und das Zauberwort heißt Handeln.
Mal angenommen, du möchtest durch diesen Beitrag produktiver werden und mehr Zeit zum Beispiel für Hobbys haben, dann kannst du dich entscheiden, noch viele weitere Videos oder Podcasts oder Bücher zu diesem Thema zu lesen, anzuschauen, oder aber du legst direkt jetzt nach diesem Video hier los und befolgst die Tipps, die ich dir gleich geben werde. Nur wenn du anfängst, dein Wissen einzusetzen, während du weiterlernst, kommst du in eine dauerhafte Handlung. Du kannst natürlich auch weiterlernen und erst anfangen, wenn du der Meinung bist, dass du so weit bist. Ich kann dir aber versprechen, dass dann einige andere, die direkt nach diesem Video hier anfangen zu handeln, an dir vorbeifliegen werden wie eine Rakete und ihre Ziele erreicht haben, während du noch im Theorieunterricht bist. Also, erster Step ist, steh auf und fang an. Setz dir das Ziel, dass du anfängst zu handeln, bevor du so weit bist. Perfektionisten sind nur am Planen, während du schon längst umsetzt. Konzentrier dich auf das, was wirklich wichtig ist, was dich vorwärts bringt, was dir Umsatz einbringt, und strukturiere deinen Tag mit einem guten Zeit- und Selbstmanagement. Fang direkt heute an damit, dein Wissen umzusetzen. Es gibt nur eine Person, die dich ausbremst, und das bist du selbst. Step 2 ist Fokus auf eine Aufgabe. Mach nur eine Sache zur gleichen Zeit und konzentriere dich auf diese eine Tätigkeit, anstatt 10 Dinge gleichzeitig anzufangen. Wer mehrere Dinge gleichzeitig macht, ist maximal unproduktiv. Mehrfachaufgabenkompetenz oder auch besser bekannt unter Multitasking, das ist Gift für jedes effektive Vorhaben. Egal ob Schule, Uni, Beruf oder Privatleben, konzentriere dich also immer nur auf eine wichtige Sache, die dir den meisten Nutzen bringt, auch und vor allem dann, wenn sie dir keinen Spaß macht. Ansonsten schiebst du nämlich wichtige, unliebsame Dinge vor dir her und betreibst Prokrastination, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Wenn du dich aber auf nur ein Ziel konzentrierst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du dein Ziel auch erreichst. Step 3, ich habe es gerade schon angesprochen, Prokrastination vermeiden. Prokrastination, also Aufschieberitis, ist der Wachstumsverhinderer Nummer 1. Wenn du Erfolg in irgendetwas haben möchtest, dann musst du die Dinge regeln, bevor sie dir über den Kopf wachsen und du dann resigniert aufgibst, weil du denkst, du schaffst das nicht. Doch das ist leichter gesagt als getan, das weiß ich, das weißt du sicher auch. Und was kannst du also tun, damit du deine Dinge geregelt bekommst und gleichzeitig an deine 20% der wichtigen Aufgaben denkst? Ganz einfach. Mach dir einen Plan, schreib erstmal alle Aufgaben, die du hast, auf, und jetzt teile diese Aufgaben in A und B, also 20% A und B 80% auf. Die A-Aufgaben, also die 20%, sind ausschließlich die Dinge, die dich weiterbringen, mit denen du gute Noten schreibst oder die dir Geld einbringen. Alles, was bei B steht, kannst du machen, musst es aber nicht zwangsläufig. Du kannst später noch weitere Kategorien hinzufügen, wie zum Beispiel mit der Eisenhower-Methode. Ja, fang aber jetzt erstmal klein mit A und B an, und jede Aufgabe, die neu dazukommt, die ordnest du eben ein. Ein Tipp noch zu den 20% Aufgaben. Mach die Aufgaben zuerst, die du nicht so gerne magst. Konzentrier dich darauf und nimm dir zum Beispiel am Tag eine stille Stunde Zeit, wo du ungestört bist, in der du diese wichtigen, aber ungeliebten Aufgaben erledigst. Und wenn du so vorgehst, bleiben nur noch die schönen Aufgaben für den Rest des Tages übrig und du fängst nicht an, Cherrypicking zu betreiben, denn unliebsame Aufgaben, die schiebt man immer so vor sich her. Prokrastination, ich habe es gesagt, du erinnerst dich. In diesem Sinne, gutes Gelingen, und wenn dir dieser Beitrag gefallen hat, dann schau dir gerne meine Kurse auf Udemy an, folge mir auf YouTube, und wenn du Podcasts auch gerne magst, dann schau gerne auch auf Spotify und Co. rein. Unter www.coachtisch.com findest du viele weitere interessante Artikel, und vielleicht lernen wir uns ja auch einmal auf einem meiner Seminare live kennen. Bis dahin, alles Gute, dein Uwe.